Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Neben mir der Giso, hier der Lars und hier ist der eigentliche Star. Ne, die echten Stars sind wir, aber wir lassen das mal weg. Hier ist der Star, um den es geht. Und zwar ein Mercedes-Benz 350 CDI, 3-Liter-Motor. Und das ganze Ding hat auch 258 PS oder was hat er? Ich weiß es gar nicht. 90 kW. Ja, also in dem Dreh dürfte liegen, also auch echte Granaten. So was war vor 25 Jahren, waren sie schon im Rennsport unterwegs. Heute hat das ein guter Dieselmotor einfach unter der Haube, gar kein Problem. Hier haben wir das Ganze abgedeckt durch eine schöne Verkleidung. Den Motor wird der Giso dann noch freilegen. Schöner V6 Motor, 160.000 gelaufen und das Video wird darüber berichten, ob uns bei dem Auto irgendwelche Überraschungen überrollen, die wir nicht sehen wollen oder ob alles gut ist. Wir wissen aber schon, ein paar Aufgaben gibt es und darüber wird das Video berichten. Scheiß Motor, V6 schon wieder, wo habe ich die Verkleidung hingelegt? Gut, also hier haben wir unseren Mercedes-Motor. Der Giso versucht ihn gerade so ein bisschen sichtbar zu machen unter der Verkleidung. Und warum ist das Auto hier? Der Kunde hat jetzt 160.000 Kilometer mit seinem Brenner hier gemacht. Schön ausgestattet. AMG war hier mit von der Partie bei dem Auto. Und der ist auch insgesamt sehr, sehr gut gepflegt, das muss man sagen. Aber was er festgestellt hat, ist Ölverlust. Wo genau kann er noch nicht sagen, aber der hat ja so ein paar markante Stellen im Bereich seiner Motorstirnseite. Dem werden wir dann mal nachgehen. Dann kriegt er auf jeden Fall einen Motorcheck. Das heißt, wir gucken auch mal in das Auto rein. Wie sehen die Zylinder aus? Wie sieht unsere Kompressionsverhältnisse aus? Was machen unsere Injektoren? Wie ist unser Motorölzustand und so weiter. Und über diese ganzen Pakete, die wir Zug um Zug dann abarbeiten, werden wir natürlich dann feststellen können, in welchem Zustand der Motor sich befindet und in welchem Lebenszyklus. Und wenn das alles gut aussieht, dann kriegt er auch noch von uns eine Getriebeölspülung spendiert. Und ganz wichtig bei den Getriebeölspülungen, auch bei Mercedes speziell, sind Sie vorsichtig mit den Ölwegweisern oder den Universalölstationstankstellen-Ziedöns-Ratshausen. Warum? Wenn Sie auf die Lehrgänge gehen von Getriebeölspülung, dann gehen die Referenten ganz gerne her bei diesen Schulungen und vermarkten ihr hauseigenes Öl. Und dann wird immer gesagt, hier drei Öle, damit deckst du 90% der ganzen Geschichte ab. Und für die paar Sonderfälle XXX gibt es noch dieses oder jenes Öl. Das birgt in Verbindung mit den Ölwegweisern, die es ganz oft gibt, große, große Gefahren. Warum? Die Ölwegweiser, die kriegen natürlich oftmals gar nicht mit. Ich will das nicht alles verteufeln, um Gottes Willen, und nicht jeder Ölwegweiser ist schlecht. Die helfen sicherlich ungemein. Aber trotz alledem haben sie die Situation, dass die Ölwegweiser nicht immer auf dem neuesten Stand sind. Wenn Mercedes zum Beispiel Verschleißschutz mit einbringt, die Öle wechselt innerhalb der Produktion, muss nicht sichergestellt sein, dass der Ölwegweiser das mitkriegt. Gerade auch bei Mercedes-Benz, wenn man jetzt von Ölefarben redet, die aber sicherlich nicht ausschlaggebend dafür sind, welches Öl ist drin. Da gibt es aber gelbe Öle, da gibt es blaue Öle, da gibt es rote Öle, es gibt grüne Öle und so weiter. Ja? Teilweise für ein und dasselbe Auto mit verschiedenen Getriebegenerationen. Und dann gehen sie in den Ölwegweiser und haben sie normalerweise ein blaues, nochmal verschleißgeschütztes Öl drin. Und was kommt raus, wenn sie die Ablaufschraube aufmachen? Ein rotes, weil irgendwann vorher schon ein rotes für das Vorgängergetriebe eingeführt wurde. All diese Dinge sind ein Problem, wenn Sie so eine Getriebeölspülung machen, weil die Schäden, die treten dann erst 20.000 Kilometer, wenn Sie Pech haben, später zutage. Da ist die Garantie längst raus und keiner stellt die Verbindung her, dass möglicherweise mal ein falsches Öl reingekommen ist. Also sind Sie da vorsichtig und suchen sich dann immer die Werkstätten aus, wo Sie wissen, die gehen nach den originalen Nummern von Mercedes-Benz, und wenn Sie dann ein Öl aus dem Aftermarket verwenden möchten, was ja nicht grundsätzlich falsch ist, dann muss aber richtig geschlüsselt werden, und zwar rückwärts über die Fahrgestellnummer bzw. über die Original-Mercedes-Nummer. Und dann kommt man vielleicht auf das richtige Öl aus dem Aftermarket. Ansonsten Originalöle verwenden. Der Giso geht jetzt her, der wird jetzt erstmal den Motorcheck machen und versuchen, dem Ölverlust auf die Spur zu kommen.
Und Sie sehen schon, wie das Auto hier insgesamt gepflegt ist. Ja, das sieht im, der hat ja 160.000 Runden. Gucken Sie sich das mal an, das haben wir gemacht. Das ganze Auto ist also wirklich clean und sauber. Und da muss man also sagen, gute Pflege, zumindest schon mal, weil die optischen Eindrücke angeht. Und da müssen wir mal gucken, ob der Mann auch damit belohnt wird, dass das Auto grundsätzlich gesund ist. So, jetzt höre ich auf zu labern. Der Giso schraubt in der Zwischenzeit und Sie sind damit dabei, wenn wir dem Zug und Zug und das Häuble gucken. Ins Herz gucken? Ja, in sein Herz gucken. In sein Herz gucken. In sein Herz gucken. Also Giso guckt in sein Herz. Ich bin der, der Verkaufsdoktor hier im Krankenhaus und der Giso ist der Operateur. Der Arzt. Ja, ich bin der Pharmavertreter, du bist der Arzt. Der Arzt hat jetzt hier, was hast du denn jetzt? Das Wort? Nee, Visite, die, ich mache jetzt Visite. Die Visite, also ja. Dann bis später. Der Giso ist jetzt bei der Kameraendoskopie und wir sind jetzt über die Glühketzenbohrung mit einer ganz kleinen Kamera reingegangen. So ganz schlecht sieht es nicht aus. Ja. So, wir haben jetzt hier so ein bisschen Dreck drin. Jetzt gucken wir wieder von Kamera auf Kamera. Das ist klar. So, wir haben so ganz leichte Kaltläuferspuren, sehen wir da drin. Jetzt wird es immer dunkler. Ja. Da kann man ein bisschen den Kolben sehen. Es spiegelt sich der Tor hinten drin. Da sieht man den hohen Schliff auch schön. Ja, genau. Ein paar Wasserflecken kann man da sehen. Ja. Da. Wir gucken mal alle Zylinder auf jeden Fall durch. Nach Ölverbrauch sieht es nicht aus. Nee. Das ganze Spiel. Hast du die Kolben unten sehen können? Nee. Okay. Das Einzige, was ich jetzt sehe, ist das hier so gerade. Ja, ne? Okay, alles klar. Mit der Kamera. Gut, das sieht aber auch alles sauber aus da unten drin. Ja. Also keine riesen Ölablagerung oder so ein Sifter. Mhm. Okay, gut, wir gucken die Zylinder mal alle durch, schauen mal, wie das grundsätzlich aussieht. Und hier hat der Giso auch schon den Adapter von der Kompression drin. Das ist immer unser Referenzadapter, mit dem wir dann, oder Messer, mit dem wir dann nochmal unsere Messung, die wir durchgeführt haben, mit so einem Motometer dann, dann immer zu sehen, okay, stimmen die Werte auch überein oder haben wir da Messfehler drin und so weiter. Und so prüfen wir immer unser Ergebnis gegen. Aber das ist gleich der nächste Schritt. Und dann gucken wir mal, wie das hier mit der Kompression aussieht. Mhm. Wir sind jetzt bei der Druckverlustprüfung und haben uns da mal einen Zylinder ausgesucht. Die sieht grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht aus, wenn wir das unter Druck setzen. Ne? Ich tue mal den Pinöckel hier drauf. Giso, du sagst mir, wenn du soweit bist. Ich halte gegen. Ja. Ja, dann merken wir jetzt. Er geht so Richtung 10%. Ja, 10%. Hier ist Kohlewolle zum Beispiel. Ne? Ja. Das hört man. Ich weiß nicht, ob man es hört. Und dann kann man es gleich noch sehen. Ja. Okay, also ein bisschen was haut da nach unten ab. Ich entlasse dich mal und ziehe mir hier den Druck ab. Weil man darf das nicht unterschätzen, auf die Kolbenfläche, die sie haben, wenn sie da mit entsprechendem Druck auf die Zylinder gehen, ist hier unten für den Arm vom Giso einiges an Arbeit notwendig. Gut, er hat einen langen Hebel dran, aber wehe dem, der rutscht ab, dann tut's weh. Ja, nicht nur das, der dreht rückwärts, ne? Ja, auch das kommt dazu. Braucht man alles nicht, also insofern, wenn sie mit solchen Drücken arbeiten, also immer grundsätzlich aufpassen, da ist auch Verletzungsgefahr. Gut, aber das, was wir hier an Druckverlustprüfung gesehen haben, der wandert also hier in den blauen Bereich mit ein. Das ist also gut, wenn er da im Bereich um die 10% Verluste liegt und nicht schlecht. Was wir sehen, ist halt einen gewissen Verlust über das Kurbelwellengehäuse. Das haben sie eben gesehen, als der Deckel hier am Flattern war, als der Giso hier das Kurbelgehäuse auch dicht gesetzt hat. Ja, würde ich jetzt bei 160.000 als normal bezeichnen. Aber erste Ergebnisse der Kompressionsprüfung, die haben schon gezeigt, dass wir da nicht so ganz glücklich sind. Und die Spuren, die wir über die Endoskopie gesehen haben, scheinbar auch Auswirkungen haben über die Druckverlustprüfung. Wir haben also die Dokumente hier, die kann man dann immer aus dem Original-Werkstatthandbuch von Mercedes entsprechend entnehmen. Und da sehen wir, wenn wir jetzt den Motor hier haben, das war hier also zwischen bei dem 642.8, also wir haben hier, wenn ich das richtig im Kopf habe, den 642.858 als Motorcode. Das heißt, wir liegen da drin und da müssten wir eine Kompression haben zwischen 23 und 30 bar. Das ist dann hier
Neuwert, Kompressionsdruck, Einbautoleranz bzw. Neuwert. Und wir haben eine Differenz und eine Zulässigkeit hier von 3 Bar. Also ich sag mal an Streuung drin. Das heißt jetzt, wir könnten einen mit 28 haben und wir könnten dann einen mit 25 haben. Und das wäre dann, was die Streuung untereinander angeht, tolerierbar. Nicht tolerierbar wäre jetzt, wenn wir Kompressionswerte haben, dann eben von 20 Bar oder weniger. Das wäre dann nicht gut und das wäre dann unterhalb der zulässigen Verschleißgrenze. Gut, wir machen dann unsere Kompressionsprüfung, checken dann, was hier Stand der Dinge auch nochmal ist. Das werden wir nochmal gegenprüfen und Sie sind dann mit dabei und dann werden wir uns auch mal die Werte angucken und die dann besprechen. Dann sage ich mal bis gleich, ne? Bis gleich. So, wir haben jetzt hier unsere Kompressionsschreiberkarte liegen von unserem Mercedes und demnach, das haben wir wirklich 3- und 4-mal gegen geprüft mit allen möglichen Kompressionsinstrumenten und derer haben wir hier nicht wenige. Jetzt im Moment haben wir den ganz einfachen hier drin, allerdings ohne Schreiberkarte, zum Gegenprüfen auch nochmal, damit Sie es sehen. Aber dann gibt's, also wir haben Unmengen an Dieselkoffern, um eben die ganzen Adapter und sowas zu haben. Ne? Das ist jetzt mit dem Pistolengriff und dann gibt es die natürlich auch noch vom Motometer bei uns im Haus. Sie haben den Pistolengriff eben gesehen. Und hier haben wir wirklich 3-mal gegen geprüft mit 4 Instrumenten, so nach dem Motto. Und überall kommt dasselbe raus, also kann man sich darauf verlassen, dass die Werte plus minus 1 Bar auch stimmen. Und dann sehen die so aus. Das haben wir uns anders gewünscht, weil wir erinnern uns, die Verschleißuntergrenze ist mit 23 Bar angegeben und wir liegen hier jetzt allerdings kalt gemessen bei 21 Bar, 20 Bar oder knapp darunter. Wir werden dann nochmal sicherheitshalber hergehen und da sind sie mit dabei. Wenn wir den später heiß gefahren haben, werden wir nochmal warm messen und gucken, wo wir dann liegen. Aber ich fürchte, dass wir an der Verschleißgrenze hängen bleiben, selbst im positivsten Fall. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen. Was für den Wagen spricht, ist, dass wir eine relativ geringe Streuung haben. Die liegt also hier bei ungefähr 1,5 Bar. Das wäre okay. Aber weil wir eben 3-4 Mal gemessen haben, muss man einfach davon ausgehen, dass die Werte, die wir ermittelt haben, jetzt hier stimmen und die sind eben relativ müde. Okay, machen wir noch einen zum Test? Ja, okay. Dann gehe ich mal hier rum und dann schauen wir uns das live hier an auf dem freien Messer. So, wichtig ist auch immer, wenn Sie die Kompressionsprüfung machen, dass das Auto eben stromversorgt ist zusätzlich, weil sonst machen sie 6 Zylinder durch und die letzten 2 Zylinder liegen auch kompressionsseitig im Keller. Warum? Weil der Anlasser nur noch mit halber Drehzahl dreht. Okay, dann kannst du loslegen, Martin. Danke. Also hier liegen wir auch wieder bei, ich sehe es nicht genau, 21, 22 Bar so rum, ne? Mhm. 21? 21 Bar. Okay, also genau das, was wir auch auf der Schreiberkarte stehen haben, das ist dann weniger schön, ne? Gar nicht schön. Gar nicht schön. Gar nicht schön. Der Giso drückt das immer sehr deutlich und kurz und prägnant aus. Yes.
Könnte man ein anderes Wort nehmen. Aber. Ja, nee, lassen wir das mal. Okay, dann das heißt, wir checken da noch durch. Wir schauen noch mal nach dem Ölverlust, was wir insgesamt haben. Wir wissen auch, dass wir hier noch ein Thermostatproblem haben. Der Kunde gibt also an, in letzter Zeit wird das Auto nicht mehr richtig warm. Unser Thermostatgehäuse, das sitzt bei dem Fahrzeug hier oben. Im Moment tatsächlich mal wieder wunderbarerweise so bei unserem Lieferanten aus diversen Zubehörschienen nicht zu beziehen, nur original Mercedes-Benz ist so geil. Also überall merken wir Corona-seitig, dass die Zulieferindustrie erhebliche Probleme hat, die Fahrzeugindustrie, sag ich mal, oder die Fahrzeugwerkstätten mit Ersatzteilen zu besorgen. Gut, das müssen wir dann noch klären, ob wir das gegebenenfalls erneuern. Das sehen wir aber dann, wenn wir ihn in Betrieb nehmen. Dann sehen wir ja, ob die Schläuche direkt warm werden und ob der große Kühlkreislauf da mit dran hängt. Gut, was sind die nächsten Schritte? Erstmal zusammenstricken, das Ding, wa? Nur eben noch Ölverlust unten gucken. Ja. Aber da ist ja deutlich zu sehen schon, dass unten ist alles voll. Ja. Wie gesagt. Hast du schon eine Ahnung, wo der herkommt? Ich würde mal behaupten, MV, Wärmetauscher. Okay. Oder Turbolader, hinten die Dichtung. Ja. Da wird es runterlaufen, das läuft hinten stirnseitig am Getriebe runter. Gucken wir uns alles an, das ist ja auch ein Problem. Ich sagte eben, Gehäuse vorne, Ölfiltergehäuse und so weiter, ja, vor allen Dingen bei den Benzinern. Hier haben wir ja auch einen Dieselmotor und die sind tatsächlich dafür bekannt, bei den V6-Motoren, auch andere Motoren, Gruppierungen und Generationen von Mercedes, die haben tatsächlich Probleme mit ihrem Wärmetauscher. Da gibt es, glaube ich, auch sogar Umbausätze und Umrüstsätze und sowas dafür. Ja. Aber gut, das ist eine andere Schiene. Grundsätzlich, um da dran zu kommen, haben sie eine ganze Menge wegzubauen. Nicht schön. Das alles, gut, ist Fingerübung, ne? Wie für einen Klavierspieler. Mehr. Komm, hör mal auf mit dem dummen Driss. Ich kann mal eben hochmachen. Ja, genau. Vielleicht sehen wir da was. Dann klemmen wir hier gerade ab, wa? Ja. Ja. Corpus Delicti, ne? Das ist normalerweise alles von Verkleidung abgedeckt und geschützt. Aber hier sieht man schon, wie hier im Prinzip alles nass ist. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durchlatsche. Ich mische es gleich weg. Okay. Ja, mal hier sieht man es wunderbar. Ich mache es von der. Weil die haben mein Mercedes oben im V haben die ein Ablaufloch. Ja. Das läuft dann schön zwischen Motor und Getriebe teilweise runter. Okay. Gut, so sehe ich jetzt nichts. Du wirst wahrscheinlich mit Kameras oben mal reingehen und mal gucken, was man oben erkennen kann. Aber wenn es oben im V schon drin steht, das ganze Ölgesupp, dann erklärt sich das auch. Also von oben läuft es runter, irgendwo schafft sich das natürlich Luft, wenn es überläuft. Bei der Tour guckt man natürlich auch direkt mal die Motorlage und das ganze Geraffel an, wenn man hier schon mal freie Sicht drauf hat. Hier sieht man jetzt eins von diesen schönen Lagern dort. Und wenn man hier sieht, dass das Öl auch am Auspuff bzw. hier am DPF hängt, dann kann man sich vorstellen, was da auch für Gerüche entstehen, wenn das Auto warm wird. Das nervt natürlich ganz klar. Ne? Nicht nur die Umwelt mit der Ölbelastung, sondern eben auch den Fahrzeuginhaber und den Insassen mit den Gerüchen. Gut, okay, dann schauen wir mal, ob wir hier was erkennen können und dann kann man auch dazu eine Info geben. Und dann ist aber natürlich grundsätzlich die Frage, was mit den Kompressionswerten der Kunde dann macht. Weil im Prinzip haben wir ja dann hier die Situation, dass man unter Umständen in ein Auto investieren wird, aber grundsätzlich einen eigentlich verschlissenen Motor in sich trägt. Ne? Gut, okay, Giso, dann würde ich sagen, dann schauen wir gleich mal, wenn du ein paar Erkenntnisse mehr hast, vielleicht siehst du was. Zwischenzeitlich ist der Giso mit der Getriebeölspülung betraut worden. Gibt es hier irgendwelche besonderen Erkenntnisse? Alles ganz normal, alles okay. Hier sieht man halt mal nur den alten Filter, ne? Den neuen Filter, damit man einfach mal sieht, wie es innen drin da so aussieht. Mit dem das sieht man aber allerdings auch so ein bisschen den Schmodder, der hier sich drauf bildet. Der sitzt natürlich dann überall im Getriebe, wenn auch nur hauchdünn und als Film. Und da ist natürlich auch eine Getriebeölspülung von Vorteil, wenn man diesen Schmutz aus den Ventilschaltblöcken und so weiter ausspült und dann natürlich auch das Druckmedium ersetzt, in dem Fall eben das Öl. Mhm. Gut, ich denke mal, das ist unspektakulär. Das Öl selber, wie sah das aus? Also die Tropfen sind hier schwarz oder geschwärzt, ne? Ja, leicht. Es ist etwas abgedunkelt. Es ist schon ein Teil neues Öl mit drin zum Spülen, ne, zum Anlösen. Okay. Aber hier sieht man ja noch. Ne? Ich glaube, der Kunde hat auch gesagt, vor 80.000 Kilometer hat er schon mal einen Ölwechsel gemacht. Das kommt dem Getriebe natürlich gut zugute. Gut zugute geht das? Kommt ihm zugute. Kommt ihm zugute.
Komm, schmeiß mal raus. Du hast auch das blaue Öl drin, so wie ich das hier gerade sehe. Ne? Das grün, blau. Ne? Grün, blau. Ja. Sieht man recht alt. Ja. Ja. Und das ist das Neue. Alles klar. Ja. Gut, kommen die in die richtige Richtung. Wir werden auf jeden Fall dann bei dem Auto nochmal das Thema Ölverlust dann zu besprechen haben. Da wissen wir ja mittlerweile auch, was da Sache ist. Aber das kommt im nächsten Abschnitt. Giso, dann sage ich mal bis später. Vielleicht ganz wichtig noch zur Information, was wir auf jeden Fall auch immer machen, sind in 90% der Fälle die Schrauben vom Getriebe eben mitwechseln. Tun Sie sich den Gefallen, bestellen die entsprechend bei Mercedes mit. Die reißen auch ganz gerne ab, die Schrauben, und dann haben Sie nämlich 7 richtige bei dem Auto. Also immer mit ersetzen, kostet nicht so viel, passt. Wir haben jetzt hier unsere Auswertung der Ölanalyse von unserem Mercedes, und hier kann man ganz gut erkennen, die Laufleistung des Öles, die liegt jetzt hier bei 7628 Kilometer. Und dazu können wir also den Zustand, Rußaufnahme im Öl sehen. Das ist also für die Laufleistung auch schon, naja, wir wissen, das ist ein Dieselmotor, das ist ganz klar, aber für die Laufleistung ist es schon entsprechend in den rechten Bereich einwandern. Das heißt, wir haben recht hohen Dieseleintrag oder beziehungsweise Rußeintrag hier drin. Der Wasseranteil ist gering, das ist soweit okay, und der Kraftstoffanteil ist soweit auch gering, ist also auch okay. Wir wissen aber und erinnern uns aus den Auswertungen heraus, dass die Injektoren also auch schon mitunter nachregeln. Also auch hier dann wieder ganz kurz ein Hinweis auf die Additive, die jetzt hier sinnvoll sind, ohne das jetzt in die Länge zu strecken. Sie kennen das. Also empfehlen wir immer hier für die Kraftstoffseite unseren Kraftstoffsystemreiniger. Den einsetzen, der ist eben gut für die Hochdruckpumpe, für die Kraftstoff im Tankpumpe, für die Rail, für die Injektoren, um da eine Grundreinigung zu erzielen. Die wirken auch hoch. Also kann man nicht mit Baumarktprodukten oder No-Name-Billiganbietern vergleichen, sondern das sind Werkstattprodukte, die dahinter stehen. Falschanwendungen führen natürlich bei hochwertigen Produkten auch immer dazu, dass man in Schieflage gerät. Das sollte man also vermeiden, dann also Gebrauchsanweisungen immer entsprechend lesen. Das ist hier hinten sehr genau dokumentiert. Von mir selber übrigens, angepasst an unsere deutschen Fahrzeuge. So, und wenn wir den Grundreiniger durch haben, dann fahren wir eine Tankfüllung normal ab und danach setzen wir alle 5.000 bis 7.000 Kilometer unser Kraftstoffadditiv, unser Schutzadditiv ein, alternativ zu den Premium-Kraftstoffen, die Sie an der Tankstelle tanken können. Wenn Sie da jetzt Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann können Sie da die Intervalle auch deutlich nach oben setzen. Für die Ölraumseite, da bietet sich natürlich ganz klar bei Dieselmotoren ganz extrem immer jede zweite Ölwechselaktion unser Motorinnenreiniger einzusetzen. Das ist ein sehr milder Reiniger, den haben wir auch in der starken Version da. Da wirkt aber auch anders, das ist dann praktisch unsere Ölschlammspülung, das wäre der hier. Den setzen wir dann natürlich unmittelbar in der Werkstatt auch ein. Aber hier, wenn man seinen Ölwechsel planen kann, dann geht man eben her 200, 300 Kilometer vor dem Ölwechsel mit Restlaufzeit des Öles. Das ist also von uns immer die Empfehlung. Also nicht, wenn Sie einen Ölwechselintervall haben von 25.000 Kilometer und machen den Ölwechsel dann bei 27.000 Kilometer und setzen dann noch den Motorreiniger ein, dann hat das Öl keine Kapazität mehr, um Schmutz aufzunehmen. Deswegen empfehlen wir dann immer 5.000 bis 10.000 Kilometer vor dem natürlichen Wechselintervall dann den Motorinnenreiniger einzusetzen, und der nimmt ihn dann aus den Kolbenringnutenbereichen, wo sie also länger brauchen würden, um mit Reinigern Auflösungsprozesse einzuleiten, der nimmt ihn da dann eben den Schmutz raus, löst ihn auf, und die natürliche Motorölspülung sorgt dafür, dass der Schmutz dann ausgetragen wird, im Öl aufgenommen wird und dann mit dem Altöl ausgeschieden werden kann. So, und dann eben unser Motorschutzadditiv bei unserem Mercedes, jetzt ganz interessant, weil wir da ja sehen, dass schon ein gewisser Verschleiß in den Zylindern ist. Hier haben wir also Anteile drin, die die Druckstabilität des Öles erhöhen, ganz klar, und die Alterungsbeständigkeit des Öles heraufsetzen und natürlich dann auch verschleißminimierend sind, dadurch, dass die Gleiteigenschaften verbessert werden. Ich will das jetzt gar nicht großartig vertiefen, Sie kennen das schon bei uns, aber das wäre hier jetzt wieder eine gute Zusammenstellung von Produkten in der Anwendung für unseren Benz. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was wir zu unserem Benz abschließend zu sagen haben. Und ich glaube auch, den Benz werden wir wiedersehen für die Arbeiten, die jetzt folgen.
Wir kommen also zum Ende und zum ersten Fazit von unserem Mercedes. Grundsätzlich sieht das nicht schlecht aus. Unsere Kompressionswerte sind natürlich relativ niedrig. Die Druckverlustprüfung hat das ja nicht unbedingt bestätigt. Das heißt, man könnte unter Umständen davon ausgehen, dass die Zylinder so ein bisschen bauchig sind und der Druckverlust dann umso höher würde, wenn wir in den Mittelbereich des Kolbenweges eintauchen würden. Das können wir aber aufgrund der Druckverhältnisse nicht darstellen. Laufen tut ja so erstmal sauber. Die Kompressionswerte liegen dicht beieinander. Insofern schreibt man den Motor nicht zwingend jetzt kaputt. Was wir natürlich ganz klar haben, ist ein Thermostatwert, der ordentlich arbeitet. Das haben wir, glaube ich, in dem Videomaterial bisher gar nicht wirklich festgehalten. Aber der Kunde hat vermittelt, dass er eben relativ spät warm wird. Nicht immer, aber manchmal. Und wir haben also bei den ersten Tests haben wir auch keine Feststellung machen können. Aber dann bei den letzten Fahrproben ist der bei uns auch nicht warm geworden. Dann haben wir den zweiten Kühlkreislauf gecheckt. Und schon bei der Warmlaufphase blieb der Kreislauf also offen und der Großkühler war direkt zugeschaltet. Insofern muss der Thermostat getauscht werden. Kostet bei Mercedes 145 Euro plus Steuer, also überschaubare Kosten. Jetzt haben wir hier die Situation, dass wir hier einen undichten Wärmetauscher haben. Der liegt in dem V des Motors drin. Bei den Vitos und so weiter ist das ein Chaos, weil dann muss der Motor raus. Hier kriegen wir es auch so hin, aber trotzdem muss das ganze Geraffel in der Mitte des Motors raus. Um diese Ölleckage dann zu beseitigen, ist eine Krankheit bei diesem Motor. Das werden wir auf jeden Fall dann entsprechend auf der Reihe bringen, wenn der Kunde dann so ein grünes Licht gibt. Das hat er schon signalisiert. Aber jetzt in diesem Termin machen wir es nicht. Das Auto kommt also zu einem zweiten Termin dann nochmal hin und dann werden wir die Sache mit abfrühstücken. Und ich denke mal, das macht auch Sinn bei so einem Auto. Der hat jetzt 160.000 gelaufen, der ist sonst gut im Futter. Insofern spricht nichts dagegen, den Wagen auch mal ein paar Euro einfließen zu lassen in Instandhaltung, in vorbeugender Instandhaltung, in reparierender Weise. Und dann ist er auch für viele weitere Kilometer gut. Grundsätzlich sind die 3 Liter TDIs, die 3 Liter Diesel beim Mercedes, auch sehr haltbare Motoren mit hohen Laufleistungen. Also spricht nichts dagegen, das Auto weiterzufahren. Okay, das war's von unserer Seite erstmal an der Stelle. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Gruß in die Welt, Ihr Red Hat Team und tschüss Mercedes, wir sehen uns wieder.